nicht, ob Tierheim Helblabusch in Rumänien. Und das grosse Tierheimprojekt ist natürlich auch Teil vom Buch Heimatlos. Und da lese ich euch jetzt ein paar Sätze daraus vor. Als wir zum ersten Mal im Helblabusch vorstellig wurden, war es schlicht unvorstellbar, dass Außenstehende die schreckliche Auffangstation freiwillig besuchen würden. Heute melden sich immer mehr Menschen aus dem In- und Ausland für eine Besichtigung der Anlage an, in der Tiere leben, denen es gut geht. Um das neue Tierheim auf gutem Niveau halten zu können, organisieren wir ein spezielles Hilfsprogramm. Viele der heimatlosen Schützlinge gelangen so zu einem Schweizer Paten oder einer Schweizer Patin, die mit monatlichen Geldüberweisungen Futter, Tierpflege, Heizung, Wasser und Tierarztkosten finanzieren. Diese Aktion erweist sich als großer Erfolg und viele Tierfreunde besuchen ihren Hund oder ihre Katze später vor Ort. Auch viele Rumäninnen und Rumänen begutachten das neue Tierheim Helblabusch, um ein heimatloses Tier zu übernehmen. Im Spiel- und Adoptionsgarten können sie den ausgewählten Schützlingen näher kommen und an Besuchstagen erfahren sie mehr über die artgerechte Hunde- und Katzenhaltung. So finden unzählige Zusammenführungen von einst heimatlosen und kranken Tieren und ihren neuen Besitzern statt.